Unseren Tagesordnungspunkt 22, Beratung des Jahresberichts der Bundesregierung zum Stand der Deutschen Einheit 2016. Hierzu liegt ein Entschließungsantrag der Fraktion Die Linke vor. Nach einer interfraktionellen Vereinbarung soll die Aussprache 60 Minuten dauern. Auch das ist unstreitig. Dann verfahren wir so. Ich eröffne die Aussprache und erteile das Wort der parlamentarischen Staatssekretärin Iris Gleike. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, drei Themen waren uns in diesem Jahr beim Bericht der Bundesregierung zum Stand der deutschen Einheit besonders wichtig. Erstens die wirtschaftliche Entwicklung, zweitens der dramatische Anstieg rechtsextremistischer und fremdenfeindlicher Gewalt und drittens die Rentenangleichung. Über die in dem Bericht zum Ausdruck gebrachte Sorge über die Zunahme rechtsextremistischer und fremdenfeindlicher Gewalttaten und deren Auswirkungen auf die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung gab es eine breite Berichterstattung. In verschiedenen Kommentaren, auch von politischer Seite, gab es eine Menge Kommentare mit dem Tenor, eine so klare Benennung der Gefahren, die vom Anstieg des Rechtsextremismus ausgehen, tue dem Osten insgesamt nicht gut. Da war sogar von einem angeblich neuen Osthass die Rede und dergleichen mehr. Meine Damen und Herren, ich möchte an dieser Stelle mal was zu meinem Amtsverständnis sagen. Ich betrachte es als meine Aufgabe, die Probleme, die der Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse entgegenstehen, klar und deutlich zu benennen. Ja, natürlich sind das Erstarken von Rechtsextremismus, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit ein gesamtdeutsches Phänomen und ein gesamtdeutsches Problem. Aber die Zahlen sind eindeutig. Es gibt nichts daran zu beschönigen, dass es in Ostdeutschland erstens eine massive Zunahme dieser Gewalttaten im Vergleich zum Vorjahr gibt und dass zweitens laut Verfassungsschutzbericht für 2015 die Zahl der rechtsextremistischen Gewalttaten bezogen auf 1 Million Einwohner in jedem ostdeutschen Bundesland deutlich über dem Durchschnitt der westdeutschen Länder liegt. Sollen wir vielleicht so tun, als gäbe es diesen Befund nicht? Nach Einschätzung des BKA ist für das Jahr 2015 vom höchsten Stand der politisch motivierten Kriminalität seit der Einführung dieses Definitionssystems im Jahre 2001 auszugehen. Sollen wir das auch ignorieren? Sollen wir darüber hinweggehen in der Hoffnung, dass sich das alles irgendwie von selbst erledigt? Sollen wir darüber schweigen? Sollen wir es tatsächlich so machen wie die drei Affen, die nichts sehen, nichts hören und nichts sagen? Wir leben in einem Land, in unserem Land, wo Flüchtlingsheime angezündet und Menschen über die Straße gejagt werden, weil sie eine andere Hautfarbe haben. Diese Vorkommnisse haben auch weltweit für Aufmerksamkeit und Entsetzen gesorgt. Wenn das kein Grund ist, Alarm zu schlagen, wann soll man das bitte schön denn eigentlich tun? Wann, wenn nicht jetzt? Und wer sollte es denn tun? Wer, wenn nicht wir? Ich habe es in der vergangenen Woche gesagt und ich wiederhole es hier. Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz stellen eine sehr ernste Bedrohung für die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung der neuen Länder dar. Ein entschlossenes Handeln der Bundesregierung, der Länder, der Kommunen und der Zivilgesellschaft ist notwendig, um den gesellschaftlichen Frieden in Ostdeutschland zu sichern. Meine Damen und Herren, ich betone hier nochmals ausdrücklich, die ganz überwältigende Mehrheit der Ostdeutschen ist nicht fremdenfeindlich oder rechtsextrem. Aber diese überwältigende Mehrheit ist leider im Moment noch eine zum Teil schweigende Mehrheit. Es sind aber alle gefordert, dem braunen Spuk noch entschiedener, noch lauter, noch deutlicher entgegenzutreten und diejenigen zu unterstützen, die das schon seit vielen Jahren tun. Diese Menschen und die zivilgesellschaftlichen Organisationen, die sich gegen Extremismus
und für Demokratie und Toleranz einsetzen, brauchen Planungssicherheit. Das empfiehlt der Bericht des NSU-Untersuchungsausschusses, und das ist im Koalitionsvertrag festgelegt. Auf dieser Grundlage hat Bundesministerin Manuela Schwesig einen Entwurf für ein Demokratiefördergesetz erarbeitet, um von der Förderung einzelner Modellprojekte hin zu einer bundesweiten, mit den Ländern abgestimmten Förderung der Präventionsarbeit zu gelangen. Ich finde, das ist ein wichtiger und ein richtiger Schritt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt das gute Wort vom Aufstand der Anständigen. Es steht viel auf dem Spiel. Das ist wichtig für unsere moralische Integrität. Und das ist auch deshalb wichtig, weil der wirtschaftliche Aufholprozess Ostdeutschlands, freundlich formuliert, äußerst verhalten verläuft. Ja, es ist in 26 Jahren deutscher Einheit sehr viel erreicht worden, wirtschaftlich und sozial. Wir sind im Osten Deutschlands fast bei der wirtschaftlichen Stärke des EU-Durchschnitts angekommen. Darauf können wir mit Recht stolz sein. Ich bin es jedenfalls. Aber der Abstand zur Wirtschaftskraft Westdeutschlands lässt sich nicht leugnen und nicht schönreden. Dazu bin ich jedenfalls auch nicht bereit. Mir ist schon klar, das alles sind ziemlich unbequeme Wahrheiten. Manche Leute in diesem Land sind ja offenbar der Meinung, dass man den Ostdeutschen diese Wahrheiten nicht zumuten dürfte. Und deshalb macht man lieber ein bisschen Schönfärberei hier und ein bisschen Propaganda da und wundert sich hinterher darüber, dass so viele Leute AfD wählen, weil sie den etablierten Parteien kein Wort mehr glauben. Nein, die Ostdeutschen halten die Wahrheit sehr wohl aus. Die haben schon ganz andere Dinge ausgehalten. Und sie haben einer ganzen Reihe von widrigen Umständen zum Trotz Großartiges geleistet und unglaublich viel erreicht. Was die Ostdeutschen wirklich nicht mehr ertragen, ist die Unwahrheit. Ich kann deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, nur dringend davor warnen, bei der im Koalitionsvertrag klar und eindeutig vereinbarten Rentenangleichung erneut Glaubwürdigkeit zu verspielen. Ministerin Nahles hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, der die vollständige Angleichung bis zum Jahr 2020 vorsieht. Ich vertraue bei der Umsetzung auf die Unterstützung von Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich vertraue da selbstverständlich auch auf unsere Bundeskanzlerin, die vor 2 Jahren in einem Interview gesagt hat, dass die Renteneinheit 2020 erreicht sein soll und dass sie bis 2017 ein Gesetz anstrebt, das den Fahrplan zur vollständigen Angleichung der Rentenwerte in Ost und West festschreibt. Meine Damen und Herren, ich vertraue darauf, dass wir sagen, was wir tun, und dass wir tun, was wir sagen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das Wort erhält nun die Kollegin Susanna Karawanski für die Fraktion Die Linke. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, wenn du was werden willst, musst du in den Westen gehen. Das hat nicht jemand in den 90ern gesagt, sondern das habe ich letzte Woche in meinem Wahlkreis in Oschatz zu hören bekommen. Und dass das nach 26 Jahren immer noch in den Köpfen drin ist und dass es auch ein Teil der Wahrheit ist, ist doch irgendwie schlimm. Das erklärte Ziel, die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Ost und West herzustellen, dass das noch nicht hergestellt ist, nach einer Generation, da frage ich mich, wie lange der Versuch noch gehen soll. Noch eine weitere Generation, 50 Jahre, damit das endlich passiert. Das ist doch eine Bankrotterklärung. Das ist eine Bankrotterklärung Ihrer Regierungspolitik, die es nicht geschafft hat, über ein Vierteljahrhundert dieses Ziel zu verwirklichen. Und neben der treffenden Analyse, dass vor allem der ländliche Osten ganz schön abgehängt ist, liefern Sie kein Zukunftsprogramm, kein Entwurf, wie das zu erreichen ist.
und mit welchen Maßnahmen das auch erreicht werden soll. Sie lassen die Menschen im Regen stehen. Und ja, die Menschen sind enttäuscht. Sie sind zum Teil wütend, sie sind auch besorgt. Aber sie sind auch manchmal resigniert und schlicht und ergreifend machtlos, immer wieder diesen Kampf aufzunehmen, immer wieder darauf zu pochen, dass sie nicht wie Degradierte behandelt werden. Und das geschieht nicht durch offene Anfeindung, das geschieht auch nicht durch eine Ohrfeige, sondern es geschieht ganz, ganz still. Auf dem Lohnzettel, auf dem Rentenbescheid und im Portemonnaie. Der Kfz-Mechaniker bekommt immer noch durchschnittlich 500 Euro weniger, obwohl er dieselbe Ausbildung genossen hat, vielleicht auch beim selben Ausbilder. Das ist nicht hinnehmbar, das ist nicht mehr erklärbar. Der Osten wird älter. Und auch das stellen Sie in Ihrem Bericht fest. Und das auch nicht zum ersten Mal. Über ein Viertel der Pflegebedürftigen leben im Osten. Aber auch die Pflegekräfte bekommen im Osten durchschnittlich 500 Euro weniger. Und dieses Missverhältnis wird ja nicht von alleine verschwinden. Es ist doch unglaublich, dass diese Einkommensschere immer noch vorhanden ist. Und es ist eine politische Aufgabe, dieses Gleichgewicht herzustellen. Da kann man nicht mit einem Fingerzeig sagen, dass diese soziale Gerechtigkeit irgendjemand herstellen soll. Es ist unsere Aufgabe, es ist die Aufgabe des Staates, diese soziale Gerechtigkeit herzustellen. Und das ist schon krass, wenn man sich die Tabellen zur Altersarmut anschaut. Von den Menschen, die in Rente gehen oder die in 20 Jahren in Rente gehen werden, ist das Risiko, dass sie als Rentner arm sind, das im Osten doppelt so hoch wie im Westen. Warum eigentlich? Das muss doch nicht so sein. Das ist änderbar. Es ist doch jemanden, der die DDR nur noch aus den Geschichtsbüchern kennt, nicht mehr erklärbar, warum er erstens weniger verdient und Punkt zwei auch noch weniger Rentenpunkte sammelt. Wir wollen die steuerfinanzierte Angleichung des Rentenwertes Ost an die allgemeinen Rentenwertung unter Beibehaltung des Umrechnungsfaktors der deutschen Entgelte. Ich kann es auch einfacher sagen, wir wollen Augenhöhe und Gleichheit. Denn die Menschen arbeiten hart, das zeigt der Bericht auch. Sie bringen sich ein, sie rackern. Und ja dann, was dann? Um zu erkennen und erzählt bekommen, dass sie immer noch anders gewertet und bewertet werden als die Menschen in den Altländern, dass ihre Arbeit weniger wert ist, dass der Torgauer, Wermsdorfer, Scheuditzer weniger leistet oder weniger produktiv ist. Sie erkennen in Ihrem Bericht an, dass trotz Kleinteiligkeit der Wirtschaft das Wirtschaftswachstum im Osten steigt, aber trotzdem stagniert in Bezug auf den Westen. Und das war das Ganze bei 67%. Wenn ich mir die Vermögensverteilung anschaue, ist es noch düsterer, 44% des Westniveaus. Wir sehen an dieser Stelle eine Spaltung. Wir sehen sie auch bei den Kommunen. Und natürlich gibt es auch ländliche Regionen, Kommunen im Westen, die strukturell benachteiligt sind. Das Problem ist doch allerdings, dass es im Osten den Normalfall darstellt als im Westen. Und natürlich gibt es Kommunen wie Gelsenkirchen unter Bremen. Doch das, im Vergleich ist der ganze Osten Gelsenkirchen und das macht den Unterschied. Die Kommunen müssen wieder handlungsfähig gemacht werden, überlebensfähig und zukunftsfähig. Und das ist nicht sonderlich attraktiv, wenn da die öffentliche Daseinsvorsorge abgebaut wird. Diese Abwärtsspirale von niedrigen Einnahmen, verhältnismäßig hohen Sozialabgaben und den lächerlichen Investitionen. Wir haben immer noch einen Investitionsstau von über 130 Milliarden Euro. Das kann man nicht mit Kleckerbeträgen, das kann man auch nicht mit finanziellen Probierportionen herstellen. Da muss eine umfassende Gemeindefinanzreform nachgedacht werden. Und wir haben wir als Linke Vorschläge eingebracht. Frau, wir wollen die Gewerbesteuer. Würden Sie eine Zwischenfrage des Kollegen wenden? Nee, ich bin gerade in Fahrt. Wir wollen die Gewerbesteuer zu einer Gemeindewirtschaftssteuer weiterentwickeln. Wir haben vorgeschlagen, wie wir auch einen solidarischen Bund-Länder-Finanzbeziehungen tatsächlich gestalten können. Und wir wollen auch eine langfristige Förderung von strukturschwachen Regionen in Ost und West durch den Solidarpakt II. Und wenn Sie wirklich an der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Ost und West interessiert sind, dann setzen Sie sich doch damit mal auseinander, anstatt immer nur reflexartig unsere Anträge der Linken wegzustimmen, nur weil Ihnen gerade der Absender nicht passt. Der Osten ist alt und der Osten ist arm und er wird auch noch ärmer. Und der Osten ist rechts. Und Frau Gleicher, Sie haben es gerade gesagt, mit Erschrecken stellt die Bundesregierung fest, dass die Zahl der fremdenfeindlichen und rechtsextremistischen Übergriffe im Osten zugenommen haben. Und das ist tatsächlich schlimm. Das ist vor allen Dingen für die Menschen schlimm, die sich tagtäglich engagieren, die dann trotzdem den Mund aufmachen und Flagge zeigen. Doch der Befund ist trotzdem nicht neu.
Der ist auch nicht überraschend. Seit Jahren erforscht und nachgewiesen, dass wir ein Problem mit Rassismus haben, mit rechten Einstellungen. Und die Frage ist doch aber, was folgt daraus? Abgesehen davon, dass der Bericht das konstatiert, geht er nicht auf die vielfältigen Ursachen ein. Und es fehlt an einer Zukunftsperspektive. Wie und beziehungsweise was wollen Sie denn unternehmen, um das zu ändern? Und da muss ich sagen, da haben Sie in der Vergangenheit wirklich gepennt. Und das, oder das Problem nicht ernst genommen. Seit über 15 Jahren wissen wir, dass wir manifeste rechte Strukturen im Osten haben. Und anstatt langfristig Institutionen zu fördern, haben sie jahrelang 2 bis 3 Jahresscheiben von Projekten aufgelegt. Und dann konnten sich Projekte bewerben bzw. Schreiben, was sie an Demokratieförderung machen wollen. Das Ganze meistens begrenzt und prekär. Das wurde dann evaluiert, Best Practices gesammelt, aber nicht wieder institutionell zurückgeführt. Und was ist denn dagegen einzuwenden, als Bekenntnis zu sagen, dass antirassistische Bildungsarbeit Grundkonsens ist? Grundkonsens in der Lehrerinnenausbildung, beim Studium, im Kindergarten, in der Grundschule. Ist doch gar kein Problem. Und mir geht es nicht darum, hier eine Kluft aufzumachen zwischen Ost und West, was besser oder was schlechter ist. Der Osten ist zum Teil anders. Ja, wenn Sie sich zum Beispiel die Erwerbsquoten bei Frauen anschauen, wenn Sie sich schauen, dass Frauen selbstbewusst im Osten alleinerziehend fast immer in Vollzeit arbeiten, dann lässt sich doch schon feststellen, dass sozusagen so ein biederes, vielleicht altbackenes Form von Hausfrauendasein sich doch ein bisschen gewandelt hat. Daraus kann man doch auch anknüpfen. Das sind doch die Ansatzpunkte für ein fortschrittlich zukunftsorientiertes Bild, was da für Gesamtdeutschland auch gelten kann. Und meine Damen und Herren, meine Generation und auch meine Fraktion Die Linke haben keine Lust mehr, ein Vierteljahrhundert zu warten, wie Sie die deutsche Einheit möglicherweise noch mal ein Vierteljahrhundert brauchen, bis Sie die hergestellt haben. Wachen Sie auf, tun Sie was, geben Sie den Menschen Zukunftsperspektive, Zuversicht und Vertrauen in die Zukunft. Vielen Dank. Für die CDU-CSU-Fraktion erhält der Kollege Magd Hauptmann das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kollegen, geschätzte Zuschauer! Ich freue mich, dass wir bei dieser Stunde zur Debatte des Jahresberichtes unter unseren Zuschauern wieder einen besonderen Gast haben. Ich freue mich, einen Thüringer Landsmann begrüßen zu können. Lieber Roland Jahn, herzlich willkommen zu dieser Debatte als Bundesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen. Es freut uns, dass Sie uns mit Ihrer Anwesenheit schätzen. Und ich glaube, es spricht für Sie, aber auch für uns, dass wir beide sagen können, es ist gut, dass dieser Jahresbericht nicht nur das Thema Aufarbeitung DDR-Diktatur aufgenommen hat und aus der Perspektive der letzten 25 Jahre begreift, sondern dass vor allem auch über die Zukunft des Umgangs mit den Stasi-Unterlagen Aussagen getroffen wurden und dass wir das hier in diesem Jahresbericht aufgenommen haben. Deswegen ein herzlicher Dank auch an die Staatssekretärin und an Ihr Haus. Sehr geehrte Damen und Herren, bevor ich auf wesentliche Punkte dieses Jahresberichtes eingehen möchte, erlauben Sie mir bitte einen kurzen Hinweis auf die geschätzte Kollegin der Linken und auch auf das Thema der Rente. Zur Rente ist das Zitat der Bundeskanzlerin schon genannt worden. Es gibt einen klaren Fahrplan in diesem Land, und der heißt Angleichung 2020. Was wir aber nicht brauchen, ist eine populistische Debatte der Linken, die sagen will, wir wollen die Höherwertung der Ostlöhne beibehalten, gleichzeitig Ost- und Westrenten auf einem Niveau. Fragen Sie doch mal jemanden aus Gelsenkirchen, aus Delmenhorst oder aus Trier-Saarburg, was die sagen. Wo bleibt deren Lohnausgleich? Wo bleibt deren Hochstufung? Wir wollen in Deutschland ein generationengerechtes Rentenmodell und ein Rentenmodell für dieses gesamte Land. Und deswegen verabschieden Sie sich bitte von Ihren Wunschvorstellungen. Sehr geehrte Damen und Herren, ich kann diese Jammerei der Linken nicht mehr hören.
Ich bin stolz auf dieses Land und ich bin stolz darauf, was wir in diesem Land in den letzten 26 Jahren erreicht haben. Bei Ihnen ist der Jammerton zum Kammerton geworden und wir sollten aber begreifen, wie können wir das, was wir erreicht haben, was übrigens einmalig in dieser Welt ist, kein anderes Land weltweit hat so eine Leistung in den vergangenen 25 Jahren verbracht, dass wir das in den Vordergrund stellen, dass wir zeigen, natürlich ist noch nicht alles hundertprozentig erreicht. Aber Sie sprechen immer vom halbleeren Glas. Dabei ist das Glas längst größer als drei Viertel gefüllt. Und hier müssen wir aufwachen und sagen, was haben wir in diesen 26 Jahren Umbruchzeit erlebt? Und wo einst rigide Planwirtschaft herrschte, florieren jetzt innovative Startups und ein innovativer Mittelstand. Wo wir einst Natur unter staatlicher Aufsicht der DDR verseucht haben, wandern jetzt Touristen durch Naturschutzgebiete. Wo einst Menschen 6 Jahre früher gestorben sind, haben wir jetzt eine höhere Lebenserwartung. Das haben wir erreicht in 26 Jahren deutsche Einheit, sehr geehrte Damen und Herren. Und wenn wir uns in diesem Land einmal umschauen, von Rostock bis Sonneberg, von Frankfurt-Oder bis Eisenach, dann erleben wir, dass wir Betriebe haben, die international wettbewerbsfähig sind. Wir erleben einen Anteil der Industrie an der Bruttowertschöpfung, der heute höher als im EU-Durchschnitt liegt. Und das sind alles Entwicklungen, auf die wir letztendlich stolz sein dürfen. Was richtig ist, und ich glaube, hier zeigt auch der Jahresbericht kein verzerrtes Bild, ist, dass wir Herausforderungen haben, wie viele andere Länder auch. Und diese Herausforderungen müssen wir mit aller Tatenkraft angehen. Wir haben in den neuen Ländern eine höhere Arbeitslosenquote, eine niedrigere Produktivität und Steuereinnahmen. Aber die Wirtschaftskraft hat sich in den letzten Jahren extrem entwickelt. Und hier müssen wir dabei mithelfen, diese Lücke weiter zu verringern. Und hier möchte ich auch, weil wir ja den Haushalt, das Gesamthaushalt für das Jahr 2017 auch debattieren, sagen, hier setzen wir nicht auf Gießkannenprinzip, sondern hier machen wir Förderung auf den Punkt. Egal, ob das bei Innocom ist, ob das bei ZIM ist, ein Programm für unseren Mittelstand. Wir fördern gezielt innovative Ideen. Wir fördern gezielt eine mittelständische Struktur, weil wir eines in den neuen Ländern haben, und das ist eine unterschiedliche Wirtschaftsstruktur. Wir haben keine Supertanker im Sinne von vielen großen DAX-Firmen, aber wir haben sehr viele Schnellboote. Und diese Schnellboote müssen wir fit machen auf den internationalen Markt. Wir müssen sie fit machen für die Globalisierung. Und hier haben wir die Maßnahmen seitens der Bundesregierung und auch des Haushaltes 2017 bereits getroffen. Ich habe den Eindruck, Sie sind nicht ganz so in Fahrt. Könnten Sie sich vorstellen, eine Zwischenfrage des Kollegen Tempel zuzulassen? Ist es eine Aufforderung, noch weiter in Fahrt zu kommen, Herr Präsident? Aber ich nehme die Zwischenfrage gerne an. Bitte. Ja, danke schön. Herr Hauptmann, mal unter Thüringern. Wenn in meinem Landkreis Altenburger Land, das ist ein bisschen die andere Seite von Thüringen, von Ihnen, die Hälfte aller Vollzeitbeschäftigten gegenwärtig in die Altersarmut gehen, mit den momentanen Löhnen, die Sie bekommen, mit dem momentanen Rentensystem, was steht, wenn jeder Dritte bei uns in den Westen fahren muss, um den Lebensunterhalt seiner Familie zu verdienen, weil die Löhne bei uns nicht ausreichen, würden Sie das dann auch als Gejammere bezeichnen? Denn dieses Gejammere, also diese Klagen, die nehmen wir mit hier ins Haus, und das sind Thüringer, die hier vertreten werden wollen, bitte schön, und aus dem Osten. Also, geschätzter Herr Kollege, erstens mal, wenn ich ins Altenburger Land schaue, dann vertraue ich dem direkt gewählten Abgeordneten des Altenburger Landes, und der sitzt in dieser Fraktion hier drüben. Zweitens, was Sie für ein Bild zerren von Thüringen oder von den neuen Bundesländern, ist doch nicht mehr zutreffend im Jahr 2016. Schauen Sie sich doch bitte an, was passiert ist. Wir haben die niedrigste Arbeitslosigkeit in Thüringen seit 26 Jahren. Wir haben die niedrigste Jugendarbeitslosigkeit in der Geschichte unseres Landes. Wir haben bei mir in meinem Wahlkreis mehr Einpendler aus Franken als Auspendler, das heißt aus der Thüringer Region ins benachbarte Bundesland. Das sind doch alles Beispiele dafür, dass dieses Programm der letzten 25 Jahre der Aufbau Ost gewirkt hat. Und sehr geehrte Damen und Herren, ich habe davon gesprochen, dass wir weiter daran arbeiten müssen, hier die Infrastruktur und die Wirtschaft voranzubringen. Und da bin ich beim Thema Infrastruktur. Man verkennt immer so leicht, wie war es denn eigentlich früher?
Früher sind wir auf der Fahrt von Leipzig nach Berlin über Betonplatten hierher gepoltert. Heute haben wir eine moderne Infrastruktur, in die in den letzten Jahren seit 1991, Herr Kollege, 94 Milliarden Euro investiert wurden. Und für jedermann sichtbar ist der Vorteil dieser Infrastruktur. Eine Stunde 45 von Berlin nach Erfurt mit dem Schnellzug ist etwas, was es noch nie zuvor gegeben hat. Und diese Verbesserung, die wir bei der Wasser, bei den Straßen, in der Schiene gesehen haben, diese Verkehrsinfrastruktur gehen wir jetzt weiter, wenn wir uns auf die digitale Infrastruktur konzentrieren. Das Thema Breitbandausbau im ländlichen Raum betrifft vor allem auch den Osten dieser Republik, wo wir weiterhin an dieser Infrastruktur arbeiten und hier die Lebensbedingungen der Menschen verbessern. Für uns, und das ist das Weltbild auch der Union in dieser Regierungskoalition, dürfen wir die Menschen in den Städten und im ländlichen Raum nicht gegeneinander ausspielen, sondern für uns ist jeder Mensch, egal wo er in Deutschland lebt, ein Individuum, was wir fördern wollen und auch müssen und in den Mittelpunkt unserer Gesellschaft rücken müssen. Und deswegen brauchen wir aktive ländliche Räume. Deswegen fördern wir sie über die GRW-Politik, über verschiedene Maßnahmen seitens der Bundesregierung. Aber was natürlich nicht hilft, und da bin ich wieder schnell beim Kollegen der Linken, was nicht hilft, ist eine Thüringer Linksregierung, die das einreißt, was wir als Bund fördern, auf einer Länderebene, indem man eine Gebietsreform macht und den Menschen vor Ort Infrastruktur wieder wegnimmt. Das Landratsamt, die Kreissparkasse, verschiedene Formen, wo man den ländlichen Raum bewusst ausdünnt. Hier sehen Sie in diesen Räumen ein Bild, wo die Menschen das Gefühl haben, zurückgelassen zu werden, Bürger zweiter Klasse zu sein. Und das schafft natürlich auch Räume für Extremismus, für Populismus und deswegen auch für einen Aufstieg von Ihrer Partei und der AfD. Das müssen wir verhindern, sehr geehrte Damen und Herren. Deswegen brauchen wir eine Stärkung des ländlichen Raumes und kein Ausdünnen und kein Zurückziehen aus diesem Bereich. Ich habe bereits angesprochen, was wir im infrastrukturellen Bereich und in der Wirtschaft erreicht haben. Wichtig ist auch, was wir im sozialen Bereich erreicht haben. Und die Kollegin vorhin hat angesprochen, was es doch noch für Unterschiede auch beim Lohngefüge gibt. Und hier zu sehen, dass wir die Arbeitslosenzahlen massiv verringert haben, dass wir mittlerweile 97% der tariflichen Entgelte in Ostdeutschland vom Westniveau haben, zeigt doch, dass der Prozess, auf dem wir uns befinden, den wir in den letzten 26 Jahren gegangen sind, ein erfolgreicher Prozess ist und nicht ein Prozess, wo wir den Menschen einreden, alles ist schlecht, alles ist mies und nur indem man es kaputt redet, erzielen wir letztendlich vielleicht partikulär auf Ihrer Seite politische Erfolge. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben in den letzten 26 Jahren viel erreicht. Der Osten Deutschlands hat zweifelsohne, und das bestätigt auch jeder Jahresbericht, davon überproportional profitiert. Und wir müssen jetzt eben weitergehen und müssen aus dieser Ausgangslage die nächsten Schritte einleiten. Die nächsten Schritte, die eben sagen, wir brauchen maßgeschneiderte Programme für den Mittelstand. Wir müssen ihn automatisieren, digitalisieren, internationalisieren. Wir müssen ihn fit für die Weltmärkte machen, fit für die Globalisierung machen. Und in meinem Wahlkreis, wenn ich unterwegs bin, zu sehen, dass man hier unglaublich gut aufgestellt ist, dass wir eine hohe Exportquote haben, dass wir innovative Ideen haben, die ihresgleichen suchen, dass wir Hidden Champions auch im ostdeutschen Mittelstand haben, das stimmt mich letztendlich stolz. Und deswegen komme ich auch zum Schluss. Ich bin stolz auf unser vereintes Deutschland und das, was wir geleistet haben und freue mich hoffentlich, wie viele von Ihnen, auf den Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober. Herzlichen Dank. Katrin Göring-Eckardt spricht nun für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Ich bin nicht ganz so lang. Herr Präsident, meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Hauptmann, ich finde es ja schön, dass Sie so stolz sind und sich so wohlfühlen. So schlimm wie manch anderem in Ihrer Fraktion und aus Thüringen scheint Ihnen die rot-rot-grüne Regierung ja nicht zu bekommen in unserem Land. Und deswegen freue ich mich darüber sehr. Meine Damen und Herren, wir lesen den Bericht zum Stand der Deutschen Einheit hier im Haus ja gern als so eine Art
jährliches Ritual der Pulsmesser für die Entwicklung der 5 immer noch neuen Länder. Das Interesse ist nun ja unterschiedlich. Es muss mehr sein als das, zumindest wenn man das ernst nimmt, was man meint, wenn man deutsche Einheit sagt, wenn man mehr meint als die Aufholjagd des Ostens bei Wirtschaft und Lebensverhältnissen. An den Westen. An welchen Westen eigentlich, fragt man sich da. Geht es um die Angleichung an das Ruhrgebiet, an Baden, an die Eifel, an Holstein? Manche Region im Westen hat heute mehr Aufholbedarf. Manchen im Osten geht es richtig gut, Frau Karawanski. Und das nehme ich Ihnen ehrlich übel, dass Sie das nicht akzeptieren, dass Sie das nicht ansprechen können, weil auch daraus entsteht Identität und auch daraus entsteht der Anspruch auf mehr. Auch daraus entsteht der Anspruch, dass es den Regionen in Ostdeutschland nicht allen schlecht geht, sondern dass es manche geschafft haben und manche eben nicht. Und deswegen geht es nicht dem ganzen Osten schlecht. Das ist Quatsch. Es muss bei diesem Bericht und bei dieser Debatte um unser ganzes Land gehen. Und trotzdem redet der Bericht, und das ist richtig in diesem Jahr, alarmierend über die Zunahme der Fremdenfeindlichkeit. Und er wird noch von der Realität eingeholt. In Dresden fanden in dieser Woche feige, abscheuliche Sprengstoffanschläge auf ein Gotteshaus und ein Kongresszentrum statt. All das wenige Tage vor den offiziellen Einheitsfeierlichkeiten. Es sollte eigentlich vor allem eine Feier der Wiedervereinigung zu einem weltoffenen, freiheitlichen, toleranten Deutschland sein. Ein Zeichen sollte gesetzt werden gegen Fremdenfeindlichkeit in Bautzen, in Freital, in Heidenau. Gegen die Ausschreitungen, die nicht ein Angriff auf Fremde waren, sondern ein Angriff auf unsere Freiheit und unsere Demokratie. Stattdessen bestimmen Sprengstoffanschläge das Bild des Jahrestages. Noch wissen wir zu wenig über die Täter, dennoch die Polizei vermutet einen fremdenfeindlichen Hintergrund. 2016, und das sagt der Bericht, haben wir insgesamt in Deutschland doppelt so viele fremdenfeindliche Straftaten wie das ganze Jahr 2015. Inzwischen 1.800. Das ist in der Tat besorgniserregend. Und diejenigen, die den Anschlag auf die Moschee verübt haben, haben bewusst in Kauf genommen, dass dort Menschen verletzt werden, haben signalisiert, ihr gehört nicht hierher, ihr gehört nicht zu uns. Nein, das ist nicht deutsche Einheit, wie ich sie mir vorstelle, meine Damen und Herren. Im Jahresbericht finden sich jetzt starke Worte von Radikalisierungstendenzen. Bis in die Mitte der Gesellschaft ist die Rede. Richtig. Die Ausschreitungen in Sachsen, die davor waren, werden benannt. Richtig. Es wird davon geredet, auch richtig, wir haben den niedrigsten Ausländeranteil in Ostdeutschland und die höchste Fremdenfeindlichkeit. Fremdenfeindlichkeit ohne Fremde, das muss man erst mal hinkriegen, meine Damen und Herren. Aber es geht eben auch, und deswegen ist es gut, dass Roland Jahn hier sitzt, ich freue mich darüber, es geht eben auch immer um die Frage, was ist eigentlich innerhalb der DDR-Zeit passiert an Aufarbeitung des Nationalsozialismus? Haben wir nicht einfach nur festgestellt, dass wir auf der richtigen Seite der Geschichte stehen? Haben wir nicht zu wenig aufgearbeitet, was das eigentlich für auch diesen Teil des Landes bedeutet hat? Meine Damen und Herren, noch vor einigen Jahren standen wir selbst in Ost und West uns ja fremd gegenüber. Obwohl Deutsche schien uns manchmal mehr zu trennen, als uns verbunden hat. 40 Jahre Sozialismus, 26 Jahre Mauer hinterlassen tiefe Spuren, Unsicherheit, Verunsicherung. Und ja, wir hatten Jammer-Ossis und wir hatten Besser-Wessis. Und trotzdem kann man sagen, wir sind aufeinander zugegangen, wir haben voneinander gelernt und wir haben angefangen, unser Land gemeinsam zu gestalten. Und ja, es gibt sie, die Fremdenfeinde, die Ausländerfeinde. Und trotzdem ist es so, dass die anderen mehr sind, dass wir andere mehr sind, die für die Demokratie und für die Offenheit und für die Toleranz in unserer Gesellschaft stehen. Und deswegen bleibe ich dabei. Wir, Sie brauchen eine Stimme. Und das heißt nicht, dass der Alarm im Bericht falsch wäre. Das heißt, wir sollten uns darauf besinnen, auch zu sagen, was jetzt nach vorn geschehen muss. Das heißt eben, dass man kein Integrationsgesetz macht, was mehr ein Integrationsverhinderungsgesetz ist und was einen Stein in den Weg legt nach dem anderen. Dann kriegt man nicht Einheit. Dann gibt man denen auch noch recht, die mit fremdenfeindlichen Parolen durchs Land laufen, meine Damen und Herren. Und deswegen meine große Bitte, wenn wir deutsche Einheit ernst meinen,
dann geht es um mehr als Ost und West. Wenn wir deutsche Einheit ernst meinen, dann geht es um das Zusammenleben und den Zusammenhalt in unserem Land. Wenn wir deutsche Einheit ernst meinen, dann geht es auch um diejenigen, die erst kurze Zeit in diesem Land sind. Dann geht es darum, mit ihnen gemeinsam Demokratie zu bauen und aufzubauen, gegen Fremdenfeinde zu agieren und deutlich zu machen, das ist unser Land, das ist unsere Demokratie und wir werden sie verteidigen und gemeinsam auch mit den jetzt dazugekommenen gestalten. Darum geht es, dafür braucht es Leidenschaft und gerne auch Streit. Ich erteile das Wort der Kollegin Sabine Poschmann für die SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Im Ruhrgebiet sagt man, in alte Gräben soll man nicht noch Spundwände einziehen. Und ich glaube, auch das sollten wir hier im Parlament vermeiden und gemeinsam versuchen, doch alte Gräben zu überwinden. Rechtsextremismus kennt keine Himmelsrichtung und auch keine Ländergrenzen. Es gibt ihn im Osten wie im Westen, wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung. Rechtsextreme Gesinnung ist eine zentrale Herausforderung für unsere Demokratie geworden. Das muss uns allen klar sein. Aber wir werden uns auch von Wirrköpfen und Straftätern nicht vom Weg abbringen lassen und weiter daran arbeiten, für alle Menschen in Deutschland gleichwertige Bedingungen zu schaffen. Ein Schlüssel ist die Wirtschaftspolitik. Was wir benötigen, ist ein gesamtdeutsches Fördersystem, das strukturschwachen Regionen in Ost und West gleichermaßen auf die Beine hilft, und zwar auch nach 2019, wenn der Solidarpakt II ausläuft. Die ersten Stellschrauben der aktuellen Förderarchitektur haben wir bereits gedreht. Wir haben auf den Osten beschränkte Förderprogramme. Sie haben sie für alle Länder geöffnet. Das wird aber nicht reichen. Wir müssen vor allen Dingen die Gemeinschaftsaufgabe, Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur, auf neue Füße stellen. Sie ist neben anderen Programmen das wichtigste Instrument, um strukturschwachen Regionen unter die Arme zu greifen. Wir brauchen ein Fördersystem, das Geld in die Regionen schickt, die es auch wirklich nötig haben. Und wir müssen die betroffenen Regionen bzw. Kommunen aber auch in die Lage versetzen, dass sie die Kofinanzierung stemmen können und dass sie personell überhaupt die Projekte auch nach vorne bringen können und einstielen können, um die Fördergelder überhaupt abzuschöpfen. Eine gute Wirtschaftspolitik, liebe Kolleginnen und Kollegen, wird aber nur Erfolg haben, wenn sie auch von einer guten Arbeitsmarktpolitik flankiert wird. Wir müssen uns intensiver um jene Menschen kümmern, die sich bereits jetzt von jeglichem Fortschritt abgekoppelt fühlen und für sich keine Perspektive mehr sehen. Wir müssen dauerhaft für diejenigen Beschäftigung organisieren, denen Weg zur Teilhabe am Berufsleben versperrt geblieben ist. Und das funktioniert meiner Meinung nach am besten mit einem neuen sozialen Arbeitsmarkt, wie er zu Recht von vielen gefordert wird. Die Konjunktur läuft gut, die Auftragsbücher vieler Branchen sind voll. Trotzdem finden Langzeitarbeitslose nach wie vor nur selten einen Job im Osten wie im Westen. In Sachsen-Anhalt sind 40% aller Langzeitarbeitslosen 2 bis 5 Jahre ohne Job, 13% sogar länger. In anderen Regionen Ostdeutschlands sieht das ganz ähnlich aus. Und im Westen? Sie werden Städte und Kreise finden, in denen der Anteil der Langzeitarbeitslosen über 50% liegt. Wir sollten uns ehrlich machen und eingestehen, so sinnvoll unsere bisherigen Instrumente sind. Den harten Kern der Langzeitarbeitslosen erreichen wir nicht. Wir brauchen einen sozialen Arbeitsmarkt, der dauerhaft ausfinanziert ist und feste sozialversicherungspflichtige Beschäftigung garantiert. Ich bin mir ganz sicher, Menschen durch Arbeit und Teilhabe die Tür
zu einem neuen, besseren Leben zu öffnen. Wenn uns das gelingt, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann wird es uns auch gelingen, das Vertrauen dieser Menschen zurückzugewinnen. Herzlichen Dank. Monika Lazar ist die nächste Rednerin für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Rassismus und Rechtsextremismus ist ein Problem im ganzen Land, dessen Bekämpfung die Politik aller Ebenen als gesamtgesellschaftliche Aufgabe wahrnehmen muss. Aber man muss auch benennen, dass es in Ostdeutschland bezogen auf die Einwohnerzahl 5-mal mehr rassistische Übergriffe im letzten Jahr gab. Deshalb ist es gut, dass im diesjährigen Bericht zum Stand der Deutschen Einheit der Rechtsextremismus als eines von 3 zentralen Problemfeldern genannt wird. Ja, wir haben ein Rassismusproblem im Osten. Das sage ich gerade auch als sächsische Abgeordnete. Die Einschätzung im Bericht, Ostdeutschland werde nur als weltoffene Region Entwicklungschancen haben, wird am Beispiel von Dresden eindrucksvoll belegt. Der von Pegida angerichtete Imageschaden hat Tourismus und Wirtschaft beeinträchtigt und die Zahl der Studierenden ist gesunken. Aber ganz unabhängig vom wirtschaftlichen Schaden ist entscheidend, dass das Problem rechte Gewalt überall endlich ernst genommen wird. Überall in unserem Land hat es 2015 einen dramatischen Anstieg von rechtsmotivierter Gewalt gegeben. Aber besonders die Namen einiger sächsischer Orte sind nun bundesweit bekannt. In Heidenau, Freital, Meißen, Bautzen, Klausnitz und an anderen Orten ist die Situation eskaliert. Rassistinnen und Rassisten haben sich von verbalen Drohungen zu realen, teils lebensbedrohlichen Taten aufgemacht. Es scheint, als ob Teile der Gesellschaft, besonders in Ostdeutschland, Gewalt gegen Geflüchtete tolerieren und Anschläge auf Unterkünfte als legitimes Ziel der politischen Auseinandersetzung akzeptiert wird. Das dürfen wir nicht hinnehmen. Es nützt eben nichts, die Probleme zu ignorieren und diejenigen, die auch in schwierigen Gegenden für unsere Demokratie sich engagieren, als Nestbeschmutzer zu verunglimpfen, wie es leider immer noch passiert. Die Probleme müssen offen benannt werden und die Engagierten müssen auch von der lokalen Politik ernst genommen und unterstützt werden. Die Verrohung und auch die immer niedrige Hemmschwelle für Beleidigungen zeigen, wie tief die Gräben in unserer Gesellschaft geworden sind. Als Demokratinnen und Demokraten ist es unsere Aufgabe, für unsere Demokratie zusammenzustehen, statt nach rechts zu blinken. Denn es bringt nichts, sich Rassistinnen und Rassisten anzubiedern. Die Wählerinnen und Wähler entscheiden sich ja zum Schluss doch für das Original. Und gerade angesichts unserer eigenen Geschichte ist es unverständlich, dass es offenbar schwerfällt, Menschen, die in Not zu uns kommen, einen sicheren Platz zum Leben zu bieten. Ich hoffe, dass auch dieser Bericht ein Anlass ist, um das zu ändern. Auch der Feiertag am nächsten Montag wäre eine gute Gelegenheit, dass wir uns bewusst machen, dass Demokratie kein Automatismus ist. Die Ostdeutschen unter uns wissen, wovon wir reden, sondern dass wir uns alle täglich für unsere Gesellschaft engagieren müssen und unsere freiheitlichen Errungenschaften verteidigen. Vielen Dank. Das Wort erhält nun der Kollege Eckhard Rehberg für die CDU-CSU. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, Frau Karwanski, Entschuldigung. Wer was werden muss, muss in den Westen gehen. Ich habe 2 Söhne, die wollten auch in den Westen. Ich habe sie überzeugt, Abitur zu machen, in Wismar zu studieren. Sie haben heute beide einen guten Job in Rostock und Umgebung. Sie wollten in den Westen gehen, aber ich habe ihnen klargemacht, bleibt hier, weil ihr alle Chancen habt in der Zukunft. Und wenn Sie sagen, der Osten ist arm, dann sage ich Ihnen, diese Region hat die positivste Entwicklung in 25 Jahren auf der Welt, in Europa genommen, die es je gegeben hat, durch das Engagement der Ostdeutschen und durch die Solidarität der Westdeutschen. Deswegen ist der Osten nicht arm.
Und der Osten ist auch nicht alt. Junge Menschen haben dort alle Chancen. Und wer so redet wie Sie, der wird nicht dafür sorgen, dass mancher, der vor 10, 15, vor 20 Jahren in die alten Länder gegangen ist, gehen musste, weil kein Arbeitsplatz da war, dass der sich entschließt, wieder zurückzukommen. Ich kann Ihnen für mein Heimatland sagen, in Rostock, in Wismar, in Stralsund werden Arbeitskräfte, Fachkräfte gesucht und junge Menschen, die zurückkommen, Familien haben dort alle Chancen, Mann und Frau, Studium ist möglich, Kita-Plätze sind da und vernünftige Schulen. Und wer so redet wie Sie, der trägt zur Vergreisung Ostdeutschlands bei. Und der dritte Punkt, der Osten ist rechts. Sie stigmatisieren mit diesem Ausspruch 16 Millionen. Und wissen Sie, was mir am Wochenende passiert ist? Und die Überschrift der Presseerklärung von Staatssekretärin Gleike war: Rechtsextremismus ist ernste Bedrohung für die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung der neuen Länder. Ja, da kommen Schulkolleginnen und Kollegen auf mich zu, waren im Baumarkt und sagen: Ecki, ich bin aber kein Nazi. Sie fühlten sich stigmatisiert. Wir heute den Bericht zur deutschen Einheit debattieren und das nur auf das Thema Rechtsextremismus verengen, da kann ich Ihnen sagen, das ist das Thema an dieser Stelle schlichtweg verfehlt. Das ist ein verfehltes Thema. Und nur noch zu ein paar Fakten. Sie behaupten, dass im Osten die Altersarmut mit Wucht zunehmen werde. Die Tatsache ist eine völlig andere. Wir haben heute 3,1% der Rentnerinnen und Rentner in den alten Bundesländern in der Grundsicherung. Im Osten sind es 1,7%. Und es gibt eine Studie der Uni Rostock, in Auftrag gegeben vom Landtag Mecklenburg-Vorpommern, der auch für das nächste Jahrzehnt keine wesentliche Zunahme erkennen lässt. Und ich will Ihnen auch sagen, warum. Und Frau Staatssekretärin Gleike, Sie haben von Glaubwürdigkeit gesprochen. Seite 44 in diesem Bericht, Punkt 4.4, Alterssicherung und Rentenangleichung. Dann gehört dazu, wenn man im letzten Absatz schreibt von der Rentenangleichung, dass auch 6 Millionen Ostdeutsche dann zukünftig weniger Rente kriegen werden, weil politisch und rechtlich dann zwangsläufig die Höherbewertung der Löhne von 15% aktuell wegfallen muss. Das muss man aber auch bitte sagen. Wenn man dieses nicht sagt, Frau Gleike, dann werden irgendwann 6 Millionen Ostdeutsche auf ihren Rentenbescheiden mitkriegen, dass sie zukünftig weniger Rente bekommen werden. Die eine Wahrheit gehört mir zur anderen Wahrheit dazu. Ich kann nicht durch die politische Landschaft laufen und den Rentnern suggerieren, sie kriegen die Rentenangleichung, aber den 6 Millionen ostdeutschen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern nicht sagen, dass sie dann einen Nachteil haben werden. Wer es gemacht hat, das war die Bundesarbeitsministerin Frau Nahles, und an der sollten sich manche ostdeutsche Ministerpräsidenten Beispiel nehmen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man so einen Bericht liest, da gibt es dann danach einen ganz spannenden Artikel in der Zeit, der getitelt hat Mut zur guten Laune und meint, dass dieser Bericht, so wie er abgefasst ist, schlechte Laune verbreitet. Es kommt natürlich immer darauf an, welche Vergleiche ziehe ich bei der wirtschaftlichen Entwicklung. Natürlich kann ich immer Ost und West vergleichen. Aber wenn ich Holstein, die Pfalz, ständig mit München und Hamburg vergleichen würde, dann würden die auch eine unterdurchschnittliche Wirtschaftskraft haben. Und deswegen glaube ich, und das ist für mich auch Sinn dieser Debatte des Berichts zur deutschen Einheit, da sollten wir uns mal alle gelegentlich überlegen, wo standen wir vor 25 Jahren, wo standen wir vor 20 Jahren und wo stehen wir heute. Liebe Kolleginnen und Kollegen, und am beeindruckendsten finde ich die Entwicklung im Behindertenbereich. Waren Sie mal 1990 in der Behinderteneinrichtung? Und gehen Sie dort heute hin? Und es gibt einen alten Grundsatz. Du erkennst die Gesellschaft daran, wie sie mit den Schwächsten in ihrer Gesellschaft umgeht.
und wie der real existierende Sozialismus in der DDR mit Behinderten, mit Alten, mit Kranken, mit Pflegebedürftigen umgegangen ist, das war menschenunwürdig. Oder nehmen Sie moderne Krankenhäuser, moderne Universitäten, moderne Hochschulen. Kollege Hauptmann hat auf die Infrastruktur darauf hingewiesen. Und ich finde es herausragend, dass Alexander Dobrindt und Wolfgang Schäuble vereinbart haben, 4 Milliarden Euro für den Breitbandausbau zur Verfügung zu stellen. Ich finde, in meinem Heimatland fließen 700 Millionen Euro Fördermittel hin. Die Landesregierung wird es mit 300 Millionen komplettieren. Das ist Zukunft. In meinem Heimatland kann ich jungen Menschen sagen, dass sie in 2 bis 3 Jahren überall 50 Megabit haben werden. Und das ist für mich Zukunft im Breitbandausbau. Und das ist auch Zukunft für die ländlichen Räume, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich habe noch mal nachgefragt. In Mecklenburg-Vorpommern gab es in den letzten 10 Jahren irgendeine Absage. Dort ist 2006 die NPD in den Landtag gezogen. Warum die NPD im Landtag saß? Oder ist ein Tourist weniger gekommen? Ich kann Ihnen nur sagen, wir werden dieses Jahr wahrscheinlich die 30-Millionen-Marke bei den Touristen knacken. Das ist die höchste Zahl, die je gekommen ist. Und das Wirtschaftsministerium hat mir bestätigt, nein, ganz im Gegenteil. Eine malaysische Investorengruppe hat 3 Werften gekauft. Beschäftigtenzahl soll verdoppelt werden. Auf Rügen eine Ansiedlung eines türkischen Unternehmens, Großrohrleitungsbau. Schweizer Medizinfirmen. Ich kann die Latte endlich weit führen. Ja, es sind kleine Unternehmen, 20, 30, 40, 50 Arbeitsplätze. Aber es sind hochwertige Arbeitsplätze, die da kommen. Es sind keine Arbeitsplätze im Dienstleistungsbereich, ganz im Gegenteil. Und deswegen sollten wir uns auch etwas vorsehen, wenn wir davon sprechen, der Rechtsextremismus ist eine ernstzunehmende Gefahr für die wirtschaftliche Entwicklung. Wer sowas in den Vordergrund rückt, der bringt natürlich andere zum Nachdenken, ob es sich lohnt und ob es interessant ist, in den neuen Bundesländern zu investieren. Für Mecklenburg-Vorpommern kann ich sagen, das ist keine Gefahr gewesen. Lassen Sie mich noch einen letzten Punkt ansprechen. Ich habe ihn schon mal vor gut 10 Jahren hier im Bundestag angesprochen. Ich glaube, es war meine erste Rede. Wir hatten in dieser Woche Gespräch mit den Stiftungen. Und unisono waren alle Stiftungen der Meinung, dass wir bei der politischen Bildung in der Schule erheblichen Nachholbedarf haben. In keinem deutschen Bundesland wird bis zur 10. Klasse ausführlich auf die beiden Diktaturen in Deutschland, auf die braune und die rote Diktatur eingegangen. Es ist einfach keine Zeit. Deswegen mein Vorschlag, lieber etwas weniger die Antike, das Römische Reich, das Mittelalter. Es muss doch Zeit und Gelegenheit sein, in der 9. und 10. Klasse wirklich 16- und 17-Jährigen noch mal mit der Geschichte, mit Politik des 19. und 20. Jahrhunderts bekannt zu machen. Ich glaube, wer diese Diktaturen, Unrechtsstaaten nicht geschichtlich nahegebracht bekommt, der wird heute auch nicht den Wert von Freiheit, Demokratie und Rechtsstaat einschätzen können. Herzlichen Dank. Stefan Zierke für die SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Herr Rehberg, das ist ein Bericht der Bundesregierung und ein Kabinettsbeschluss. Und von daher sollten wir uns doch alle diesem Bericht stellen. Und wir sollen uns diesem Bericht auch ehrlich stellen. Und ich danke Iris Gleike ausdrücklich, dass sie ehrlich in diesem Bericht auch ist. Weil nur wer Ehrlichkeit lebt, kann auch ehrlich weiterarbeiten. Wenn wir etwas verschweigen, dann können wir die Ursachen nicht finden und nicht die Instrumente anwenden. Und von daher, jetzt Iris Gleike hier einen Vorwurf zu machen, ist dem eigentlich wirklich nicht wert. Und zum anderen, Iris ist eine der Kolleginnen, die ich als Ostdeutscher schätze, weil sie wirklich die ostdeutschen Interessen durchsetzt. Durchsetzt gegen viele, viele andere, die noch nicht in der gesamten Bundesrepublik angekommen sind. Ich möchte aber hier auch noch mal die Wertschätzung der Ostdeutschen
in den Bundestag bringen. Was die Ostdeutschen geleistet haben, ist wirklich seit der Wende enorm. Sie haben mit Umbrüchen gekämpft. Sie haben auch damit gekämpft, dass auf einmal Naturräume, die früher wirklich zum Wirtschaften da waren, komplett Kernzonen wurden und mussten sich darauf neu einstellen. Der Tourismus wurde schon benannt. Und ich möchte auch für uns als SPD-Fraktion eine Antwort an die Linken geben. Sie taten so, als wenn die Bundesregierung gar nichts macht, als wenn wir gar nichts tun für die Wertschätzung der Ostdeutschen. Wir haben, was Sie nie geglaubt haben, wir haben den Mindestlohn durchgesetzt. Der Mindestlohn bringt 1 Million Ostdeutsche in eine bessere Situation. Das ist was Gutes. Das kann man ruhig sagen. Das hat diese Bundesregierung gemacht. Wir haben im letzten Jahr dafür gesorgt, dass die Regionalisierungsmittel so auskömmlich neu verhandelt wurden gegen das Finanzministerium. 200 Millionen mehr hat die SPD gemacht. Dass auch wieder Regionalzüge im ländlichen Raum fahren können. Was hat die SPD noch gemacht? Dieser Bericht, oder was viele sagen, die innere Sicherheit. Die innere Sicherheit ist ein Problem. Wir haben dafür gesorgt, dass 3.000 Bundespolizisten kommen sollen, noch mehr kommen sollen. Bis 20.000 fordern wir. Das ist auch ein Beitrag dafür, den wir leisten. Aber nur noch mal auf die Unterschiede zu Ost und West, da muss ich noch auf Herr Rehberg eingehen. Die Renten. Die Renten, das ist das, worauf die Ostdeutschen warten, Herr Rehberg. Und Herr Rehberg, die Rentenpunkte haben nichts unbedingt damit zu tun. Das hat etwas mit Lohn zu tun. Und wenn wir dafür kämpfen, dass in Ostdeutschland gleiche Löhne sind, dann ist auch das Rentenniveau von denjenigen, die heute arbeiten, im gleichen Niveau. Das dürfen Sie nicht verschweigen. Und das ist, was Sie sagen, stimmt einfach nicht. Kämpfen wir dafür, dass es in Ostdeutschland gleiche Löhne gibt, dann gibt es auch gleiche Renten. Das ist der Fakt. Und eines noch, die Wirtschaft. Sie fragen doch mal, wieso die Wirtschaft nicht in Gang kommt. Wieso kommt die Wirtschaft nicht in Gang? Da kann ich Ihnen aus meiner Region ein gutes Beispiel bringen. Die Stromkosten sind in Ostdeutschland die höchsten in der ganzen Republik. Im Haushalt, im Mittelstands- und im Industriegewerbe. Das kann man bei der Bundesnetzagentur sehr gut nachgucken. Das ist ein Standortnachteil für ostdeutsche Unternehmen, für ostdeutsche Haushalte. Lassen Sie uns doch jetzt noch daran arbeiten, dass wir diesen Standortnachteil für Ostdeutsche aufheben. Dann, glaube ich, nehmen uns auch wieder Ostdeutsche wahr und sagen, ja, wir machen was für Ostdeutschland. Vielen Dank. Arnold Fartz ist der letzte Redner in dieser Debatte für die CDU-CSU-Fraktion. Ja, lieber Herr Zierke, ich muss erst mal auf Ihren letzten Satz eingehen. Also, was Sie da über die Renten erzählt haben, das verwirrt ja mehr, als es klarstellt. Das Problem ist da ganz einfach. Selbstverständlich sind die Renten von den Löhnen abhängig. Selbstverständlich werden die Renten höher, wenn die Löhne höher werden. Aber in dem Moment, wenn sich die Löhne angleichen, dann gleichen sich nach der jetzigen Formel die Renten automatisch an. Und deshalb brauchen wir eigentlich daran überhaupt nichts zu ändern. Das ist der Punkt. So. Und selbstverständlich hat der Eckhard Rehberg völlig recht. Wenn Sie über die Renten sprechen, müssen Sie nicht nur von denen das anpreisen, die dadurch Vorteile haben, sondern Sie müssen auch so ehrlich sein, diejenigen anzusprechen, die Nachteile davon haben. Und Sie müssen die Nachteile quantifizieren. Und wenn Sie das nicht machen, ist das die halbe Wahrheit. Und die halbe Wahrheit ist auch gleichzeitig eine halbe Lüge, meine Damen und Herren. So, Frau Karawanski, ich muss mich auch noch mit Ihnen mal kurz auseinandersetzen. Wissen Sie, Sie waren im Jahr 1989 19 Jahre alt, wie ich dem Kirchner entnommen habe. Und deshalb können Sie nichts dafür, für den Zustand, in dem die DDR gewesen ist, als sie in die Wiedervereinigung reingeschlittert ist. Wissen Sie? Und deshalb wäre es vielleicht mal ganz gut, wenn Sie mal mit Ihren Altvorderen in Ihrer alten Partei mal reden würden. Und die mal fragen, weshalb sie eigentlich, nachdem sie die Wirtschaft vom Markt gefegt haben, was sie dann eigentlich zu jammern haben darüber, dass die Wirtschaft dann weg ist. Das ist einfach das,
was wir damals vorgefunden haben. Und wenn diese großartige Leistung Ihrer Altvorderen nicht geschehen wäre, dann hätten wir uns mit der deutschen Wiedervereinigung gar nicht befassen müssen. Denn der ganze Unterschied, über den wir klagen, der ist durch die Politik zustande gekommen, die diese Partei dort gemacht hat, der Sie angehört haben. So, das muss man mal sagen. Kollege Fatz, darf Ihnen die Kollegin Wolf eine Zwischenfrage stellen? Bitte? Darf die Kollegin Wolf eine Zwischenfrage stellen? Ja, aber klar, selbstverständlich. Müssen wir auch ein bisschen die Uhr... Okay. Sehr geehrter Herr Fatz, vielen Dank, dass ich die Zwischenfrage stellen darf. Sie waren so im Redefluss. Ich möchte ein Stückchen zurückgehen. Ja. Sie haben gesagt, zur ganzen Wahrheit gehört den Menschen, wenn es um die Rentenangleichung Ost-West geht, gehört auch dazu, dass man den jetzt Berufstätigen sagt, dass es auch Nachteile gibt und dass es auch Verlierer geben wird. Sie haben gleichzeitig behauptet, wer diese ganze Wahrheit nicht sagt, sagt eine halbe Lüge. Und das möchte ich hier so im Raum nicht stehen lassen. Sind Sie bereit, Herr Fatz, anzuerkennen, dass die Bundesministerin für Arbeit und Soziales, Frau Nahles, genau auf diese Punkte auch hingewiesen hat und sehr wohl gesagt hat, dass es Schwierigkeiten und Nachteile gibt und dass wir hier genau ansetzen müssen, im Lohngefüge etwas zu tun und hier gemeinsam zu arbeiten, dass Löhne in den neuen Bundesländern in der Zukunft anders aussehen und dementsprechend auch die Renten anders aussehen werden? Frau Wolf, ich antworte Ihnen gerne. Es dürfte Ihnen nicht entgangen sein, dass ich nicht meine verehrte Frau Sozialministerin Nahles angesprochen habe, sondern den frei gewählten und nur seinen Gewissen verantwortlichen Abgeordneten Zierke. Und darum ging es, um das, was er gesagt hat und nicht um das, was die Ministerin gesagt hat. Was die Ministerin gesagt hat, hat vorher überzeugend mein Kollege Eckhard Rehberg herausgearbeitet. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte es auf keinen Fall versäumen, in dieser Debatte heute ein Wort zu sagen, was meines Erachtens dringend erforderlich ist, nämlich einen Dank an die Bevölkerung in der Bundesrepublik Deutschland West für die enorme Solidarleistung, die sie zustande gebracht haben, damit der Aufbau in Ostdeutschland die größte Erfolgsgeschichte in Europa und auf der Welt geworden ist. Nun haben wir im Augenblick eine Diskussion um den aufkeimenden Rechtsradikalismus in Deutschland. Und ich kann nur sagen, dieser Rechtsradikalismus hat tiefe Wurzeln, er kommt sogar schon aus der Zeit der DDR, wer sich damit mal genauer befasst hat. Dann sagen wir mal um sich greifen. Entschuldigung, wenn es vielleicht das falsche Wort war, aber Sie wissen, was ich meine. Die Skinheads gab es auch damals schon. Und diese ganze Geschichte hat enorm an Umfang gewonnen. Und es ist tatsächlich eine Angelegenheit, die uns belastet, besonders uns aus Dresden, uns belastet Pegida, uns belastet die Tatsache, dass diese Demonstrationen nicht aufhören. Und deshalb muss man sich umso mehr fragen, ob wir denn durch unsere Diskussion hier tatsächlich dazu beitragen, diese Entwicklung zu schwächen und dieser Entwicklung zu begegnen. Und da bin ich der Meinung, dass das ein bisschen suboptimal bei uns verläuft. Denn wir wären wesentlich glaubwürdiger, wenn zum Beispiel mal ein einziges Wort über das Thema Connewitz in Leipzig fallen würde. Wir haben nämlich auch Linksradikale, die mit Pflastersteinen Polizeistationen angreifen. Und darüber fällt hier in der ganzen Debatte bis jetzt kein Wort. Ich halte das für selbstverständlich, dass wir auch darüber reden, wenn wir glaubwürdig sein wollen. Und dass wir auch mal ein Stück weit darüber reden, wer eigentlich die Hemmschwellen abgebaut hat zur Gewalt. Und wenn man sich anguckt, was in Westdeutschland in den Ende der 60er und 70er Jahre der Fall gewesen ist, wie dort die Gewalt gegen Sachen, der Terrorismus, die Mörderbanden und die klammheimliche Sympathie auch von politischen Kräften gegenüber diesen Extremismus in der Bundesrepublik Deutschland West um sich gegriffen haben, dann ist es bedauerlich und man muss dem entgegentreten, aber es ist leider ein Abbauen der Hemmschwellen gegen Gewalt auch im Osten. Das ist die Folge einer solchen Entwicklung. Und meine Damen und Herren, wir reden viel über Respekt.
Dann will ich Ihnen mal ein Beispiel von Respekt sagen und sagen, wie das in Ostdeutschland gewirkt hat. Alle, die damals dabei waren, und dazu zähle ich und meine ganze Generation, wird sich dieses Bild einprägen, bis wir gestorben sind. Und zwar folgendes. Wissen Sie, können Sie sich noch an den 18. März 1990 erinnern? Da waren Wahlen, das waren die ersten freiwilligen und freien Volkskammerwahlen in Ostdeutschland und die einzigen. Und wissen Sie, was am nächsten Tag, nachdem die Allianz für Deutschland, die unser Freund Franz Josef Jung damals mitgegründet hat, diese Allianz für Deutschland die Wahlen gewonnen hatte, da erschien am nächsten Tag vor der Bundespressekonferenz ein Bild mit dem damaligen grünen Politiker, später SPD-Politiker Schilly. Und er hielt eine Banane in der Hand und sagte, das hier, das ist das, weshalb, oder wollte damit symbolisieren, das ist der Grund, weshalb die Ostdeutschen die Wiedervereinigung wollen. Die wollten mal Bananen essen. Wer auf diese Art und Weise den Freiheitswillen, den Mut und die Bereitschaft zum Risiko in Ostdeutschland herabwürdigt, bis zum geht nicht mehr, der muss sich nicht drüber wundern, wenn es eine Gegenreaktion gegen eine solche Arroganz und Herabwürdigung gibt, meine Damen und Herren. Und nun kommen wir mal zu dem nächsten Thema, der Osten ist rechts. Jetzt schauen Sie sich mal die AfD, die ja als rechte Partei gilt, an. Wer sind denn die Führer der AfD? Frau Petri kommt aus dem Westen. Herr Höcke kommt aus dem Westen. Frau von Storch kommt aus dem Westen. Herr Gauland kommt aus dem Westen. Wunderbar, der Osten ist rechts. Meine Damen und Herren, ich glaube, mehr braucht man dazu nicht zu sagen. Aber eine kurze Bemerkung eben auch noch mal zu dem Thema Westen. Ich glaube, das Vertrauen in die intellektuelle Qualität des öffentlichen Urteils im Westen hat von Anfang an gelitten gehabt. Denn wenn Sie sich mal daran erinnern, dass in den 70er und 80er Jahren im Westen kein einziger Mensch mehr beachtet wurde, der überhaupt das Thema deutsche Einheit in den Mund genommen hat, und später die ganze westdeutsche Gesellschaft überhaupt nicht bemerkt hat, welchen kollektiven Irrtum sie unterlegen ist, muss ich doch nicht wundern, wenn man in Ostdeutschland jetzt sagt, aha, im Westen sagen sie, die Erde ist rund, also ist die Erde eckig. Ist das Problem der Glaubwürdigkeit. Und jetzt will ich noch zum Schluss zum Thema deutsche Einheit eine wichtige zusätzliche Bemerkung machen. Und zwar, seit langem beobachten wir, dass eigentlich der Westen auf dem Weg in den Osten ist, geistig. Und da gibt es jetzt ein leuchtendes Beispiel. Ich wollte gestern eigentlich einen Brief an den Oberbürgermeister von Trier schreiben, ich habe es aber unterlassen. Und zwar wird dort Folgendes jetzt getan. Dort entsteht eine Karl-Marx-Statue, von China bezahlt, 6,50 Meter hoch. Tolle Sache. Ich wollte Ihnen einen Brief schreiben, wo ich Ihnen dazu gratuliere und Ihnen den Vorschlag mache, weil ja der Name Karl-Marx-Stadt frei geworden ist durch das Verhalten, ob nicht die Stadt Trier den Antrag stellt, umzunennen sich in Karl-Marx-Stadt. Und vielleicht ist auch noch ein bisschen Geld bei Frau Grütters übrig. Man könnte nämlich ein Ankaufprogramm machen von alten Lenin-Statuen. Die Polen sind froh, wenn sie das loskriegen. In mancher polnischen Scheune ist vielleicht auch noch eine alte Stalin-Statue unterm Stroh und unter Säcken versteckt. Die könnte man aufkaufen und dann ein fantastisches Panorama in Karl-Marx-Stadt, früher Trier, errichten. Karl Marx im Kreise seiner Schüler. Meine sehr verehrten Damen und Herren, damit hätten Sie einen großen Beitrag zur deutschen Wiedervereinigung gebracht und gleichzeitig gezeigt, wie sich die Entwicklung im Westen vollzogen hat. Vielen Dank. Ich schließe die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung des Berichts der Bundesregierung auf der Drucksache 19700 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Der Entschließungsantrag der Fraktion Die Linke auf der Drucksache 19847 soll ebenfalls an dieselben Ausschüsse überwiesen werden. Das ist offensichtlich unstreitig, also sind die Überweisungen so beschlossen. Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 3.